Warum du niemals kopflos abmischen solltest oder warum du ein solides Mixing-System brauchst, um gute Musikproduktion zu machen. Dazu gebe ich dir heute viele Tipps, also bleib unbedingt dran. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Heute geht es aber primär nicht um Logic oder um irgendeine andere DAW, sondern es geht um das Abmischen bzw. um das perfekte Mixing-System. Was meine ich eigentlich mit dem Titel? Was meine ich eigentlich mit, warum du niemals kopflos abmischen solltest? Einfach, weil ich bei vielen von meinen Studenten eben auch dieses Problem sehe. Nehmen wir mal an, du hast dir 100, 200, 300, 500 oder 1000 YouTube-Videos angeschaut. Du denkst, du weißt jetzt Bescheid, du weißt, wie ein Kompressor funktioniert, du weißt, wie man Hallräume für Vocals einrichtet, du weißt die besten EQ-Tricks und Tipps für Distortion-Gitarren. Jetzt sitzt du vor deinem Mix, machst ihn auf, ziehst alle Spuren rein und jetzt kommt das Problem, du weißt gar nicht, wo du richtig anfangen sollst. Also was macht man jetzt eigentlich als erstes? Mische ich jetzt das Intro zuerst oder das Outro oder den Refrain oder den Vers und wo fange ich an, bei welchem Instrument und wieso, weshalb, warum überhaupt? Darum geht es in diesem Video und deswegen möchte ich dir heute mein Mixing-System zeigen, wie ich in 9 Schritten alle meine Songs abmische. Denn das haben alle Mischer, die das professionell machen, gemeinsam. Zumindest die allermeisten. Sie haben ein gutes Mixing-System. Das unterscheidet viele Pro-Audio-Engineers einfach von Amateuren. Der Ansatz, das System. Ich rede nicht lang um den heißen Brei, sondern wir fangen gleich an mit Schritt Nummer 1. Und der gehört jetzt nicht unbedingt zum Mixing, zum Abmischen, aber er gehört auch dazu oder er ist essentiell wichtig dafür, dass du nachher einen guten Mix bekommst und das ist ein sauberes Editing. Also Schritt Nummer 1, sauberes Editing, obwohl es nicht so hundertprozentig zum Mixing gehört. Was ist Editing? Unter Editing verstehe ich, unter ordentlichem, sauberem Editing verstehe ich, wenn du deine Spuren in das Projekt reingezogen hast, dass du sie so benennst, also sinnvoll benennst, dass du auch verstehst, was überhaupt, welches Instrument überhaupt diese Spur ist, dass du sie sinnvoll einfärbst, dass du sie in eine ordentliche Reihenfolge bringst, dass du eventuell schon sehr, sehr laute Atmer mit irgendwelchen Plugins wie zum Beispiel Deep Breath rausmachst oder per Automation. Einfach, dass du schon ein ordentliches, übersichtliches Projekt hast, das dir hilft, nachher besser abzumischen. Und damit kommen wir zu Schritt Nummer 2 und das ist der Basismix oder Grundmix oder Basicmix oder einfach, manche nennen es auch statischer Mix. Also wie geht es jetzt eigentlich los? Du hast deine Spuren vorliegen, die du am Abend vorher editiert hast. Alles ist sauber eingefärbt, alles ist sauber beschriftet. Nichts, die Eingangspegel stimmen durch dein Gainstaging. Du hast alles ordentlich gemacht und jetzt kannst du dich hinsetzen und direkt und konzentriert loslegen. Also, jetzt kommt der statische Mix oder der Basismix. Und jetzt mal kurz eine Frage, mal Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal einen Song, den du abmischen wolltest? Wann hast du den zum letzten Mal komplett durchgehört, ohne schon beim ersten Durchhören irgendwie nach einem Plugin zu greifen? Ist schon lang her, oder? Bei mir auch. Ist auch ein Problem von mir. Und ich bitte dich, und das finde ich ganz wichtig, habe ich erst durch einen Kollegen wieder gelernt, wenn du einen neuen Song hast, den du abmischen möchtest, insbesondere wenn das ein Song oder ein Titel ist von einem Künstler, den du noch gar nicht kennst, also ein Titel, den du noch nie gehört hast, dann lass bitte deine Griffel bei dir, klemm sie dir unter die Schenkel und hör diesen Song einfach mal komplett an, auch wenn er jetzt noch grässlich klingt, aber mach keine Plugins rein, fang nicht an rumzufummeln, fang auch gar nicht an zu mischen. Wie gesagt, lass deine Griffel bei dir, hör erstmal diesen Song an, damit du überhaupt weißt, mit was du es zu tun hast. Ich weiß, ruhig zu bleiben und nichts nebenher zu fummeln ist zu Instagram- und TikTok-Zeiten und Reizüberflutungszeiten sehr, sehr schwierig, aber es bringt dir wirklich unglaublich viel, erstmal dich damit vertraut zu machen, mit was für einem Material, mit was für einem Genre hast du es überhaupt zu tun. Also hör dir den Song erstmal richtig durch und dann fang an, also einmal komplett durch und dann fang an mit dem statischen Mix. Mit dem statischen Mix oder mit dem Basismix meine ich auch, dass du noch kein einziges Plugin benutzt. Das ist hart heutzutage, ja, aber benutzt kein einziges Plugin, sondern versuch die Spuren, die du hast, Schlagzeug, Bass, Gitarren, Keyboards, Rap, Gesang, Streicher, was auch immer, versuch die in eine ordentliche Balance zu bringen. Nichts anderes ist übrigens Mixing auch. Du bringst die Elemente in eine Balance, damit der Song gut klingt. Ja? Das heißt, du machst die Einzelspuren, du mischst die jetzt so, dass sie gut klingen, ohne Plugins.
Das ist zunächst mal dein Grundmix und das ist sehr, sehr wichtig, dass der Mix so gut, wie es eben möglich ist mit dem Material, was du hast, dass der schon möglichst gut klingt. Schritt Nummer 3. Und ich weiß, dass der immer sehr viel Hate generiert, weil viele da einfach nicht meiner Meinung sind. Und das ist, mische mit der Top-Down-Mixing-Methode. Ja, ich weiß, es ist ein rotes Tuch für viele. Viele sind damit gar nicht einverstanden. Ich arbeite seit Jahren so und komme damit gut zurecht. Also was bedeutet jetzt Top-Down-Mixing? Top-Down-Mixing bedeutet, dass wenn du deinen statischen Mix, deinen Basismix fertig hast, ohne Plugins in den Einzelspuren, dass du dann versuchst, über den Mixbus oder Masterfader oder Stereo Out, also den Kanalzug, dieses Nadelöhr, durch den alle Spuren durchlaufen, alle Instrumente, deine Vocals, komplett alles, dass du erstmal versuchst, hier Plugins einzusetzen und den Komplettmix schon zu verbessern. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du einen Linear Phase EQ einsetzt, wie gesagt im Masterbus oder Masterfader, und versuchst schon mal, was könnte passieren, wenn du um die 60 Hertz anhebst, kriegt der dann schon mehr Wumms oder mehr Fülle unten rum? Was passiert, wenn du um die 8K anhebst, klingt der dann schon ein bisschen glitzeriger, kann ich da mehr ausholen? Was passiert, wenn ich beim Komplettmix, also beim Gesamtmix, bei 400-500 ein bisschen was rausziehe? Kann ich da schon eine Verbesserung des Mixes bewirken, ohne, wie gesagt, ohne dass ich in den Einzelspuren bin. Ja, das ist das Top-Down-Mixing, wenn du das mit dem EQ leicht verbessert hast. Übrigens im Masterfader EQ-Bearbeitungen nur sehr, sehr vorsichtig machen, also 1-2 oder 1,5 dB im Bell-Filter einstellen. Ansonsten kann das sehr schnell krass kommen, weil du ja alle Instrumente, alle Elemente beeinflusst. Wenn du das verbessert hast, könntest du zum Beispiel einen Kompressor einsetzen, um die ganze Sache schon mehr zusammen zu kleben, ein bisschen kompakter zu machen. Dann könntest du ein Plugin einsetzen, das eine Bandsättigung emuliert, Kramer Master Tape von Waves oder von Slate oder wie auch immer. Und so weiter. Das heißt, du probierst bei der Top-Down-Mixing-Methode zunächst mal über deinen Master-Fader oder dein Stereo-Out, je nachdem, wie es bei deiner DAW heißt, versuchst du, den Gesamtmix besser zu machen, ohne die Einzelspuren anzufassen. Schritt Nummer 4, und jetzt waren wir gerade beim Top-Down-Mixing, ist, mische die wichtigsten Elemente und den wichtigsten Songpart zuerst. Ich habe das auch öfter gesehen, dass Leute anfangen, das Intro zu mischen. Das halte ich jetzt nicht für besonders sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, wenn du den lautesten oder wichtigsten Songparts, wo die meisten Elemente spielen, wenn du den als erstes mischst. Und ich finde es wichtig, dass du dich zunächst mal auf die Elemente konzentrierst, die wichtig sind für diesen Song. Also, wenn es ein Rocksong ist, sind das wahrscheinlich Drums, Bass und 2 Distortion-Gitarren. Aber nicht der Schellenreif. Wenn das ein Popsong ist oder ein Synth-Popsong, 80-Synth-Popsong, werden das wahrscheinlich die 15 bis 129 Synthesizer sein, die Bassdrum, vielleicht noch der Bass oder der Synthi-Bass, aber wahrscheinlich nicht der Shaker. Ja, also konzentrier dich zunächst mal auf die lauteste Stelle oder auf die wichtigste Stelle. Das hat einen entscheidenden Vorteil, denn wenn du die lauteste Stelle ordentlich abmischen kannst, dass die gut klingt, dann ist die Chance groß, dass auch deine anderen Songparts schon einigermaßen gut klingen. Schritt Nummer 5. Equalizer und Kompression. Das sind deine beiden wichtigsten Mixing-Werkzeuge. Die mächtigsten Mixing-Werkzeuge, die du hast. Setze also, nachdem du dir die wichtigsten Instrumente, den wichtigsten Songpart rausgesucht hast, erst Equalizer und Kompressor ein. Mit dem Equalizer zu arbeiten, braucht sehr, sehr viel Erfahrung. Das dauert eine ganze Weile, deswegen solltest du den Equalizer auch wirklich gut kennenlernen. Ich kann sie jetzt nur grob umschreiben, die Arbeit mit dem Equalizer. Ich würde zunächst mal versuchen zu schauen, welche Elemente streiten um Aufmerksamkeit. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt das Problem hast, dass die Gitarren, die drohen, den Gesang zu maskieren, würde ich erstmal probieren, den Gitarren Frequenzen zu entziehen, die zum Beispiel für die Vocals wichtig sind. Ja, oder wenn der Bass die Bassdrum in einem bestimmten Frequenzbereich maskiert, würde ich erstmal versuchen, da aufzuräumen. Also erstmal auch hier mit subtraktivem EQ arbeiten. Versuche erst schlechte Frequenzen oder schlecht klingende Frequenzen auszumerzen oder leiser zu machen,
und dann gut klingende Frequenzen anzuheben. Ganz wichtig bei der Arbeit mit dem EQ ist natürlich auch das komplementäre EQing, so nenne ich es. Wenn du jetzt zum Beispiel gedoppelte Gitarren hast, kann das auch was bringen, wenn du der einen Gitarre im Frequenzbereich ein bisschen was rausnimmst, was du bei der anderen dann anhebst. Das musst du gegeneinander abwägen. Bei der Kompression, gut, ist auch ein Riesenbereich jetzt, den ich jetzt in diesem Video jetzt hier nicht so kurz umreißen kann. Aber acht bei der Kompression auch darauf, dass du A, nicht für jedes Instrument oder für jedes Element einen Kompressor brauchst oder die Bearbeitung mit Kompression brauchst. Machen heute auch viele, die glauben, jede Spur braucht einen Kompressor. Das ist nicht richtig. Also frag dich bei Kompression immer auch erst, genauso wie beim EQ, was möchte ich eigentlich bezwecken jetzt mit diesem Arbeitsschritt? Was möchte ich mit meinem Kompressor tatsächlich bezwecken? Beim nächsten Schritt geht es dann um die Effekte. Das heißt, du möchtest etwas Räumlichkeit haben oder etwas Spannung reinbringen in deinen Mix. Und das kannst du mit Effekten wie Hall und Delay zum Beispiel. Okay, du hast deinen Song jetzt so weit fertig, dass der Basismix richtig gut schon klingt. Du hast deinen Basismix verbessert über den Masterfader mit ein paar Plugins. Manchmal können das 8 Plugins sein, die im Masterbus hängen. Manchmal sind es nur 2. Dein Mix ist verbessert. Du hast die Core-Elemente rausgesucht. Du mischst die wichtige Stelle des Songs. Du hast alle Spuren mit EQ und Kompression bearbeitet. Und jetzt möchtest du gerne für etwas mehr Räumlichkeit sorgen. Bei Hall und Delay gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Ich sage jetzt mal, der Grundansatz zunächst mal oder der wichtigste ist, dass du möchtest, dass diese Band wie aus einem Guss klingt. Heute ist es oft so, dass mit Overdubbing gearbeitet wird. Deswegen würde ich dir zunächst mal raten, wenn das passiert ist, das heißt mit Overdubbing meine ich, dass die Instrumente nacheinander eingespielt werden. Und deswegen finde ich es in dem Fall wichtig, bei sowas, dass du zunächst mal schaust, wenn es um Hall geht gerade, dass du alle Instrumente in den gleichen virtuellen Raum stellst. Der Drummer hat im Schlagzeugraum aufgenommen, der Gitarrist in der Gitarrenbooth, der Vocalist in der Gesangskabine oder Vocal Booth. Das sind alles unterschiedliche Räume und jetzt möchtest du natürlich versuchen, diese Elemente zu verbinden und das kannst du gut mit Hall machen, zum Beispiel mit einem Global Reverb. Das heißt, jedes Element von diesem Mix bekommt ein bisschen Anteil von diesem Global Reverb. Oft eignet sich dazu zum Beispiel so ein Drum Room oder sowas in die Richtung, um die Band zunächst mal in einen gemeinsamen Raum zu stellen. Das wäre zunächst mal wichtig und dann natürlich auch noch für die einzelnen Elemente. Du kannst für deinen Gesang zum Beispiel mit 2 Hals arbeiten, ja einen kleineren, um ihn etwas größer zu machen, weil so eine Vocal Booth klingt sehr, sehr trocken, ja, um die Sängerin oder den Sänger in einen natürlichen Raum zu stellen. Und du kannst dann noch als zweiten Hals zum Beispiel einen längeren machen für mehr Größe und einfach als um den Hall wirklich als Effekt einzusetzen oder nur auf bestimmte Worte einzusetzen. Das gleiche gilt natürlich auch für Delay. Ja, mit Delay kannst du auch Räumlichkeit erzeugen für Gitarren, für Gesang, für alle Elemente und du kannst natürlich auch Effekte erzeugen, indem du verschiedene Delays verwendest oder ein Delay nur auf ein Wort verwendest und so weiter. Also nach EQ, nach Kompression setze ich Hall und Delay ein, diese beiden Effekte. Weiter geht's mit einem sehr wichtigen Schritt, der viel Spaß macht, aber das ist eine kritische Phase, Schritt Nummer 7, und das ist der Feinschliff. Die Amis nennen das gerne Sweetening-Prozess. Ich würde es Feinschliff nennen, und beim Feinschliff streust du noch so ein bisschen Puderzucker über deine Produktion und bringst mehr Spannung rein. Also dein Mix sollte jetzt schon wirklich ganz hervorragend klingen, er sollte druckvoll sein, es sollten sich keine Instrumente gegenseitig maskieren, EQ-technisch, frequenztechnisch. Es sollte satt, ordentlich, sauber und schon gut klingen. Jedes Instrument sollte seinen eigenen Frequenzbereich haben, ohne unterzugehen oder sich nach vorne zu drängen. Und du hast schon mit Hall und Delay für spannende Effekte oder zumindest für eine gewisse Räumlichkeit gesorgt. Beim Feinschliff, was ich jetzt damit meine, ist vor allem Automation. Also beim Feinschliff kannst du jetzt zum Beispiel schauen, ob du deinen kompletten Mix lauter machst, wenn die Refrains einsetzen. Ob du vielleicht zum Beispiel
eine Gitarre, die beim ersten und zweiten Vers das gleiche spielt, ob du vielleicht diese Gitarre beim ersten Vers muten möchtest. Ja? Muten gehört auch zum Feinschliff, zum Sweetening-Prozess, weil es müssen nicht immer alle Elemente spielen. Heutzutage beim Arrangieren neigen viele Bands durch das Überangebot oder viele Künstler viel zu viele Elemente zu haben. Manchmal lebt so ein Song aber auch durch Luft oder einfach weniger. Das heißt, du kannst durchaus auch mal ein Element muten, also stumm schalten. Du kannst, wie gesagt, mit Automation arbeiten. Das ist ein ganz großes Thema hier. Und du kannst die Sängerin oder den Sänger, du kannst ein Vocal Riding machen. Das bedeutet, du achtest wirklich sehr genau darauf, dass jedes Wort zu hören ist. Das heißt, du kannst per Automation Wörter, die ein bisschen zu leise sind, lauter machen. Wörter, die zu laut sind, leiser machen. Oder vielleicht auch ein S-Laut runterziehen, wenn der Diesser das nicht mitgenommen hat. Du sorgst für ein Arrangement, vielleicht wenn der Song kein Intro hat, das gehört auch zum Feinschliff, wenn der Song kein Intro hat, dann baust du dir vielleicht eins, indem du den Gitarrenspur rückwärts ablaufen lässt. Solche Sachen gehören zum Sweetening-Prozess, zum Feinschliff. Du machst einfach deinen Song noch besser, du baust mehr Dynamik ein durch Automation, du automatisierst Hals, Delays und so weiter und du achtest darauf, dass man jedes Wort versteht, dass jedes Element wirklich seinen Platz hat und du baust Special-Effekte ein, wie zum Beispiel eine Reverse-Gitarre, ein Reverse-Hall und so weiter. All das gehört zum Feinschliff, zum Sweetening-Effekt. Übrigens, wenn dir das jetzt alles spannend vorkommt, aber dir das viel zu viel Information ist und du das gar nicht so kurz aufnehmen kannst in so einem YouTube-Video, ich habe alle diese Schritte, diese 9 Schritte, mit denen ich meine Songs abmische, auch nochmal schriftlich festgehalten als PDF. Das habe ich Speed-Mixing genannt, weil du einfach deinen Mixing-Prozess so verschnellern kannst. Den habe ich dir unten im ersten Kommentar eingepinnt. Da kannst du dir nochmal alle Schritte, die ich bis jetzt genannt habe und den letzten auch noch, kannst du dir runterladen, einfach ersten Kommentar anklicken, Speed Mixing, da kriegst du nochmal alle Schritte. Kommen wir zum letzten Schritt, wenn wir dann fertig sind. Wenn du jetzt deinen Feinschliff gemacht hast und der Song klingt schon richtig gut, dann geht's ans Pre-Mastering. Du möchtest deinen Song jetzt, wenn du fertig bist, wenn du ihn fertig abgemischt hast, möchtest du ihn natürlich zum Mastering schicken, dass er Industrielautstärke bekommt. Das ist wichtig und dass er wirklich auch professionell klingt und dass du ihn mit professionellen Songs, die in den Charts oder die im Radio laufen, vergleichen kannst. Was musst du jetzt beim Pre-Mastering beachten? Im Prinzip ist es nicht so schwer. Oft wird gestritten über den berühmten Headroom. Manche sagen, du brauchst 6 dB Headroom, damit der Mastering-Engineer deinen Song noch lauter machen kann. Viele scheren sich überhaupt nicht um den Headroom. Ich finde, wenn du es jetzt noch nicht so lang machst, gar nicht so schlecht, wenn du 6 dB Headroom hast. Das bedeutet, am wichtigsten ist im Prinzip, dass im Masterfader, dass dein Mix nicht klippt, also nicht verzerrt oder zu laut ist. Dann kann der Mastering Engineer deinen Song nicht mastern. Und der sollte einigermaßen ausgeglichen sein. Dafür gibt es auch viele schlaue Tools, Referenztools. Wenn du mit Referenzsongs arbeitest, das gehört auch zum Pre-Mastering. Das heißt, nimm dir mal einen Song, der dir gut gefällt, und hör diesen Song gegen deinen Titel gegen. Es gibt auch viele Referenz-Plugins von Isotope, von Mastering the Mix, wo du zum Beispiel mittels Match-EQ oder anderen Tricks den Frequenzbereich deines Mixes gegen professionelle Mixe vergleichen kannst. Das wird auch immer besser, diese Leveling-Tools oder diese Referencing-Tools. Das solltest du auch machen. Und dann würde ich mir ein Mastering-Studio raussuchen. Also ich würde meine Songs auch als Laie nie selber mastern, weil es ist immer besser, wenn du ein zweites Paar Ohren drüber hast. Dann würde ich mir einen Mastering-Engineer suchen, ein Mastering-Studio, und die meisten machen das auch, die eine kostenlose Analyse anbieten. Und dass sie dir dann sagen, hey, also wenn ihnen was auffällt, hey, oh, da sind viel zu viele Höhen drin oder du bist viel zu krass im Low-End, im Bassbereich, da musst du nochmal drüber oder hier und da stimmt was nicht, das würde ich auf jeden Fall probieren. Die können dir dann schon Tipps geben, was du machen kannst, um deinen,
um deinen Mix noch perfekter fürs Mastering vorzubereiten. Also ich hoffe, ich konnte dir mit diesen neuen Schritten, mit diesem Mixing-System etwas weiterhelfen und vielleicht sogar so weit weiterhelfen, dass du in Zukunft nicht mehr kopflos abmischen musst. Deine Meinung würde mich jetzt auch noch interessieren. Habe ich jetzt hier kompletten Müll erzählt? Findest du dieses Mixing-System spannend? Dann lad dir auf jeden Fall Speedmixing runter, im ersten Kommentar angepinnt. Oder verfährst du nach einem ganz anderen Prinzip? Das ist natürlich hier nicht in Stein gemeißelt. Jeder kann mischen, wie er will. Wichtig ist nur, dass am Schluss der Mix gut klingt. Also wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder im besten Fall über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.